Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich habe drei Türme platt gemacht. Hab leider schon wieder keine Scharfschützenmunition, weil ein Schuss daneben ging. Und musste auch einmal den Joseph wiederbeleben. Nein, nicht wiederbeleben, Quatsch. Ich musste dem aber helfen. Der ist die Brücke runtergefallen. Und wenn man dem nicht irgendwann hilft und dann kommen drei Zombies auf einen zu, dann stürzt er halt ab und das Spiel ist zu Ende. Das habe ich auch gerade gemacht, das habt ihr leider verpasst. Ich versuche jetzt mal, den dritten Turm hinzukriegen. Weiß zwar noch nicht wie, aber ja. Nö. Ist der Turm denn noch da? Jetzt geht das schon wieder los hier. Nö. Genau, kümmere dich mal um die. Nein. Nein. Okay, wunderbar. Die haben wir auch. Was mache ich denn jetzt ohne Muni? Shit. Das ist schlecht. Hier habe ich Muni. Für was? Für die Schrotflinte. Okay. Pistole wäre mir eigentlich gerade lieber. Aber dann muss es halt anders gehen. Ich habe gerade nichts anderes. Ich bin sehr verschwenderisch in dem Part irgendwie gewesen. Es kommen auch schon wieder neue Spackos, glaube ich, ne? Oh ey, es kommen immer neue. Jo. Schön. Alle tot? Dann einmal schnell. Nein, einer lebt noch. Ja. Munition alle. Joseph? Du bist dran. Okay. Die Muni für mich. Die hat noch Muni. Hallo, kannst mal nicht so schnell mal hochklettern. Da ist doch was für dich. Wir brauchen das zufällig, bis die Neuen jetzt hier kommen. Und dann verbrezel ich wahrscheinlich auch schon wieder alles, ne? Da ist noch was. Sehr gut. Und das. Und da ist noch was. Okay. Schön. Ich muss irgendwie... Warte mal. Ich brauche mal ein bisschen Zeit gerade. Ich muss mal überlegen, was ich machen kann. Ich nehme mal so ein Harpunending. Komm. Das muss doch zu machen sein. Komm. Oh, das gibt's nicht. Und gleich kommen wieder die Nächsten, oder? Stirb endlich da oben, echt. Haben wir ihn? Oh, wir haben ihn. Ja. Nein. 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 Oh, oh Gott. Shit. Nein. Was mache ich? Renne. Munition alle. Ja, geil. Nein. Nein. Nee, nein. Oh Gott. Nein. Warum muss ich jetzt alles noch mal machen? Ich bin noch nicht so weit gekommen und... Was, wie soll ich den denn? Ich hab doch nix. Nee, jetzt nicht euer Ernst, oder? Er ist aber ganz friedlich jetzt. Ich glaube, ich muss nicht alles nochmal machen. Okay. Okay.
Was mache ich jetzt? Guck mal, hier ist gar nichts los. Voll easy peasy hier. Lang zu schlendern. Kann man nochmal alles einsammeln, wenn man was übersehen hat, aber in meinem Falle wird es wahrscheinlich jetzt so gespeichert mit meiner miserablen Leistung, aber immerhin habe ich es geschafft. Mich gerade gefreut, echt. Dann kommt er hier. Ja, roll dich einfach mal ab. Kein Bock, die Leiter zu nehmen. Wo kommt er jetzt? Was mache ich? Wenigstens sind die scheiß Türme weg. Ja, komm, wir sind so weit. Wir haben es so weit geschafft. Schaffen wir das auch? Aber ohne Muni? Soll ich mit meinen bloßen Händen auf ihn raufkloppen? Hallo? Wie soll ich das machen? Wenn ich da unten hingehe, dann bin ich dran, ne? Mhm. Geil, echt. Hier, komm. In der Kiste kann doch nochmal was liegen. Das kann man doch mal springen lassen. Echt. Oh, nee. Nee. Hier nix, null. Nada. Niente. Nix. Scheiße, echt. Oh, Mann. Noch Revolver. Reserve 4. Wieso Reserve 4? Ich denke, ich habe gar nichts. Ja, das kannst du gleich mal spritzen, echt. Wir haben gleich gar keine Zeit dazu. Und je mehr wir davon haben, umso besser. Das war's. Ich habe eine Granate. Die ist doch schon mal etwas. Eine Granate. Toll. Kann ich irgendwas herstellen? Nee, ne? Ich habe noch eine Harpune. Ein Kältedingsbums. Und zwei, sehe ich das richtig, Explosionsdinger? Echt? Die brauche ich nämlich auch zum Aufladen immer, ne? Komm, die Harpune muss es dann nochmal einmal sein. Aber das reicht das. Ich meine, erinnert ihr euch noch? Der hat voll viel eingesteckt. Können wir die Tonne da nicht mitnehmen? Können wir die Tonne hinkicken? Dann ist die schon mal da drüben. So. Perfekt. Da kann man draufballern. Mit 4 Pistolenschüssen. Immerhin. Ja? Wir nehmen, was wir kriegen können. Ja. Könnte man das nicht schon mal vorbereiten hier? So ein Ding irgendwie an die Wand schießen oder so? Ich will jetzt nur nicht den falschen nehmen. Ich verwechsel die doch immer. Das ist immer ein bisschen blöd. Nee, ich lass das mal lieber. Ich mach das mal lieber auf ihn. Ich glaube, das ist Explosion. Komm, wir versuchen das mal jetzt. Herrlich. Oh, aber meine Tonne hab ich. Komm mal mit. Hier, guck mal her. Guck mal her. Ja. Ist auch scheiße für mich, aber egal. Oh oh. Komm mal mit. Oh oh. Hierher. Okay. So. Da steckt ein Ding, ein Harpune in seinem Gesicht. Munition alle? Ja, Munition alle. Genau. Ich habe ja meine Lampe. Oh, hier ist auch noch so eine... nein, nicht in den Abgrund stürzen. Das wäre... Upsi. Upsi. Ups. Ja. Kopf ab. Gesägt. Der läuft doch ganz gut. Oder nicht? Oh Mann. Ah, die Tonne ist gut. Da sind 2 Tonnen. Mit 2 Tonnen Explosion. Da lässt sich doch was wuppen. Und dann den ganzen anderen Scheiß nochmal drauf und, Irgendwann muss er doch... Ich meine, wir hatten damals auch nicht mehr. Den ganzen Kram, den wir jetzt haben, hatten wir da nicht. Muss man mal von der positiven Seite sehen. Jetzt roll dich nochmal ab hier. Verschwendet er dann eigentlich Energie? Ich weiß es gar nicht. Ja, was können wir denn da mal machen? Also da unten ist die Tonne, Wenn wir hier zurück könnten, dann könnten wir die Leiter hoch und auf die Tonne schießen. Ne? Aber wir sollen natürlich nicht ewig wegrennen, das ist klar.
Also sperren sie uns ein, machen die Türen, die Schotten dicht. Und wir haben Pech. Erstmal kommt die Tonne da wieder hin. Das mit der Tonne war doch gar nicht schlecht. Muss man ein bisschen kreativ werden hier. Wenn Sägemann wiederkommt. Also im Tonnentreten bin ich auch nicht so gut. Da darf ich noch nicht durch. Liegt jetzt was in der Kiste? Nö. Das wäre ja auch zu nett. Eine neue Laden. Mein Bester. Da können wir eh nichts herstellen, aber wir lassen es einfach mal dabei. Ja, ich brauche es eigentlich nicht ausprobieren. Ich tue es trotzdem immer in der Hoffnung, da kommt noch was, aber da kommt leider nichts, glaube ich. Gut. Die Pistolenmuni darf ich nicht verschwenden. Ich brauche die noch für die Tonne. Dann komm mal. Da kommt er. Juhu. Immer diese Tonnenscheiße hier. Komm mal her. Das war nicht so super. Ja, hallo. Mal nicht so hurtig hier. Nein! Da weg! Oh Gott! Mann, immer krieg ich auch einen weg. Ja, super, ey. Oh Mann, oh. Aber dass ich die zweite Tonne schon mal bekommen habe, ist auch nicht so schlecht gewesen. Ja, also. Bin ein bisschen nervös jetzt gerade, muss ich sagen. Weiß jetzt nicht so ganz, wie ich den killen soll. Der steckt ganz schön viel ein immer noch. Was ist eigentlich mit Joseph? Wieso kommt der eigentlich nicht mit? Steht er denn hier so doof rum? Der kann doch mir doch mal helfen. So Stein erstarrt. Hallo. Von der anderen Seite kommen ist blöd. Dann geht das hier zu und dann... Nö. Nö, da hole ich mir lieber nochmal die zweite Tonne. Ja, er steht da einfach nur, ne? Sack, ey. Kann mir auch mal helfen. Nehme ich lieber die große Runde wieder. Den Umweg. Der beruhigt mich. Irgendwie. Ja, ich muss ja runter. Vergesst das immer. Lalalala. Deswegen geht er auch immer erstmal nach links. Weil man eigentlich da runter geht. Tja. Nicht mit mir. Die Tonne lassen wir uns nicht entgehen. So, da ist die schon mal gut. Wieder nichts hier im Kasten, nehme ich an. Nö. Dann einmal nachladen, bitte. Ja, dann auf ein neues. Oh, die Energie hätte ich mir nochmal nehmen können. Schön. Schöne Scheiße, echt. Du bist so ein Trottel manchmal. Blöd. Ja, das tut ein bisschen weh, mein Gott. Wir werden es überleben. Vielleicht. Weg da. Oh Gott, er ist aber auch so schnell. Und wir sind gleich tot wieder. Ey, das...
Ey! Ja, das war klar. Ich liebe meine Explosionsdinger. Ich liebe sie, weil sie halt eigentlich sonst andere Untote mit in den Tod reißen, während ich weiter entfernt stehe und mir den Arsch abbrach, ne? Aber in dem Fall ist es leider etwas unpraktisch. Ein bisschen, wenn man zu nah dran steht. Das kommt vor. Ich glaube, es bringt auch nicht so viel, sich jetzt eigentlich Tipps anzugucken. Also, hier Dingens. Sich anzugucken, wie andere das gemacht haben, weil mir bleibt nicht viel übrig. Also andere werden wahrscheinlich noch eine Schrotflintenmuni haben. Wenn man da schön draufballert, dann wäre ich jetzt auch wesentlich entspannter. Aber ich habe leider keine mehr. Ich habe 4 Schuss Pistole und sonst nicht so viel. Blöde Kacktonne. Geh da wieder hin. Er fackelt sich auch immer selber mit an, aus Versehen, obwohl ich das gar nicht will. Kannst du die nochmal kicken? Ja, okay. Weiter darf ich nicht. Da liegt ja jetzt doch Muni. Willst du mich veräppeln? Mal ist was da, mal nicht. Na gut. Haben wir ja Glück gehabt. 7 Schuss Pistole. Toll. Hey. Wow. Okay, damit schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Gut. Kälte ist okay. Pistole auch. Was wollte ich noch? Ich wollte Heilung nehmen. Damit wir ein bisschen besser dran sind, wenn wir wieder brennen. Die liegt da jetzt nicht so gut. Ist ein bisschen zu weit in der Ecke. Ah, das war doch schon mal was. So, jetzt schnell dahin. Yo. Yo. Weg da. Nein. Ruh dich doch mal aus. Komm, ruh dich aus. Huhu. Komm mal hier hin. Oder geht das nicht? Ich mag nicht. Nein! Ich will nicht! Oh, er ist so schnell. Oh. Ey. Oh, wir tanzen hier echt ringelrein bald. Das geht auch gar nicht. Da ist ja Muni! Oh, da ist Muni. Und ich hab... Mann. Kann der nicht... Komm mal hierher. Nein! Oh Gott! Hallo! Ja, ich... Ja... Schon klar. Du bist sauer und so. Müsste hier nebenbei dann mal... Ja. Sonst nicht so. Hm? Müsste eigentlich mal Waffe wechseln. Wenn es denn geht. Ich lebe ja noch.
Ist ja schon mal was. Kann ich die auch mal wechseln? Ich meine, ich habe doch noch andere. Oder nicht? Habe ich jetzt gar nichts mehr? Oh Mann, ey. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, mit der Muni, hallo? Da. Ja, gut. Geklappt. Renn mal dahin und nimm das wieder mit. Ja. Finde ich hier noch was oder Pech für immer? Pech für immer. Schön. Ich glaube, weiß ich nicht, kann ich es schaffen oder nicht? Ich habe ihm jetzt so viel eigentlich schon reingeschossen. Die Pistole ging natürlich hier und da auch mal daneben, aber... ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bei meinem Glück darf ich alles nochmal machen und zwar so, dass man am Ende etwas mehr Munition hat, aber hey, man muss sie doch auch verballern. Also ich meine, wer hat denn so viel von allem, dass er bei den ganzen Horden, die hier kamen, wie hat man da so viel am Ende, dass er überlebt? Also da muss jeder Schuss ja wirklich sitzen und ich glaube, selbst wenn jetzt alles perfekt getroffen gewesen wäre, würde er noch leben. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Also, Pistole steckt natürlich weniger ein. Also im Sinne von, er kann es viel mehr ab. Viel mehr Pistolenschüsse als natürlich Schrotflinter. Aber gut, das könnte man nochmal ausprobieren, dass ich am Ende statt Pistolenmunition noch Schrotflinte übrig habe. Denn ein paar Schrotflintenschüsse könnten vielleicht tatsächlich das nötige Ende haben. Oder Ende herbeiführen, was wir uns eigentlich ersehnen bei ihm. Ich weiß es nicht. Aber dafür muss ich alles nochmal machen. Und das ärgert mich gerade so ein bisschen, weil prinzipiell lief die letzte Runde gar nicht so schlecht. Weiß aber auch nicht, ob man hier jetzt noch irgendwo mehr Muni finden kann. Das war ja auch nur olle Pistolenmunition. Warum legen sie denn da in die Ecke nochmal Pistolenmunition, wenn sie wissen, da kommt jetzt so ein Klopper? Also da kann man doch freundlicherweise mal so ein Päckchen Schrotflintenmuni hinlegen. Das verstehe ich halt nicht so ganz. Klar, es soll schwer sein, aber auch nicht unmöglich. Und ich hatte ja jetzt auch nicht so wenig. Also wie gesagt, keine Jägergewehr, also hier Scharfschützengewehr meine ich. Das benutzt... Er steht da oben einfach, ne? Er, hat natürlich diese Muni nicht und auch keine Schrotflinte, aber das kann ja sein, dass jemand wie ich jetzt am Ende dann einfach gar nicht ja wusste, dass sowas kommt und dann das verballert auf die ganzen Horden, die da kommen. Und hier ist jetzt wieder nix oder doch? Oder? Nö. Nö. Muss man mir ja nicht geben. Ich habe ja nur nix. Und da lag auch wieder irgendwas, ne? Und das ist jetzt wieder verschwunden. Voll komisch. Habt ihr es gesehen? Keine Ahnung. Tja, ich weiß auch nicht. Also mehr als es nochmal versuchen kann ich eigentlich nicht. Das versuche ich dann im nächsten Part von The Evil Within. Vielleicht an derselben Stelle mit nochmal nachgespielt neuer weiterer Muni oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hinten liegen halt noch zwei Harpunen. Die habe ich gar nicht gesehen. Die muss ich mir nochmal mitschnappen. Aber was, wenn ich die in den Kopf treffe, würde es helfen, die vielleicht direkt im Kopf zu rammen? Ist er dann vielleicht schneller hin?
Oder helfen die Harpunen auch einfach so in seinen Körper? Weil er trägt ja auch eine Maske. Bin ich jetzt? Also ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Ich versuche es weiter, mich durchzuschlagen. Bis dann.